Hypercasters, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Experimente, Freunde, dem 300. Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ihr habt richtig gehört, Freunde, heute ist ein kleines Jubiläum, Freunde. Denn ich nehme gerade mein 300. Video auf, Freunde, und ihr schaut gerade mein 300. Video. Und ja, ihr seht es, wir sind zurück in Minecraft Experimente und wir werden heute den Wahnsinn nochmal höher treiben. Wir werden heute noch mehr Mobs spawnen und wir wollen Minecraft heute völlig zerstören. Ich möchte, dass man Minecraft endgültig heute abschmiert. Ihr seht es, die Mobs sind alle aktiviert, auch die Entities sind aktiviert. Das heißt, wenn Mobs sterben, liegen Items rum. Drückt mir die Daumen, dass Minecraft heute abschmiert, Freunde, endgültig abschmiert, dass das Spiel schließt. Und sollte das passieren, ja, ist unser Ziel erreicht. Wenn es euch gefällt und ich es in Zukunft mehr versuchen soll, Freunde, oder andere Sachen mal versuchen soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst gerne eine positive Bewertung da, Freunde. Abonniert gerne den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Die Glocke aktivieren ist nur ein kleiner Klick, Freunde. Und ihr sagt, ja, und er hilft mir, damit noch mehr Leute diese Eskalation sehen können, Freunde. Ich schnack jetzt nicht mehr lange drum rum. Wir starten direkt rein ins 300. Video, Freunde. Let's go! Bevor ich anfange, hier nochmal ein kleiner Überblick, was ich heute dabei habe. Nämlich die Hühnchen, Creeper, Katzen, den Wither nochmal, Freunde, und die Kuh. Es wird eine super Eskalation und ich schnack jetzt lange, mal nicht lange drum rum, Freunde. Wir starten direkt. Na komm, lass mich aktivieren. Lass es mich aktivieren. Okay, alle Hebel sind aktiviert, Freunde. Jetzt beginnt die super Eskalation. Die Creeper werden von den Katzen wegrennen. Die Hühner werden von den Widdern angegriffen. Ebenso wie die Kühe. Alles mögliche, Freunde. Und wir werden nachher ab einem gewissen Zeitpunkt auch wieder Slash Kill at E machen. Mal schauen, was dann passiert. Letzte Folge gab es ja eine kleine Dia-Show. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, schaut doch gerne rechts oben beim i vorbei. Das war die letzte Folge, die Super-Eskalation, Freunde. Und ihr seht es schon, ein paar Wither fliegen jetzt schon rum, schießen schon die Mobs ab. Ja, Freunde. Wir haben es ja die letzte Mal erst schon mitbekommen, dass mein Handy sehr leistungsstark anscheinend ist und sowas aushält. Ja, mal gucken, ob es jetzt aushält. Jetzt ist es ein Command-Block mehr, also ein Mob mehr. Und ja, mal schauen, was diese totale Eskalation 2.0 bringt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Slimes sind ja auch unterwegs. Und noch läuft das Spiel ja relativ flüssig. Es hängt nichts. Oh Mann. Aber kurz nochmal auf die 300 Videos zurückzukommen, Freunde. Es ist schon krass, wie viele Videos ich in der Zeit hochgeladen habe. Okay, ich lade ja auch dreimal die Woche ein Video hoch. Aber trotzdem, ist schon eine gewaltige Zahl. Und ja, auf die nächsten 300, Freunde. Aber zurück zum Geschehen. Die ersten Bilder sind schon weggeflogen, scheinen aber noch nicht wirklich Projektile zu verschießen. Oder man sieht sie noch nicht. Eieiei, Freunde. Aber ich kann mich bewegen. Noch, in Anführungszeichen. Da sterben schon die ersten. Oho, jetzt wird's laggen. Jetzt eskaliert's schon mal. Also jetzt wird's schon mal super laggen. Durch die Entities, die auf den Boden fallen. Oh Mann, Freunde. Ich bin gespannt. Ab einem gewissen Zeitpunkt werde ich dann auch Slash Kill eingeben. Und dann werde ich schauen, was denn dabei rumkommt. Ei, Freunde. Ich versuche mich ein bisschen zu bewegen, dass man ein bisschen mehr sieht von allem. Also man sieht aktuell wirklich, wo die ganzen Mobs spawnen. Da die Creeper. Nur die Katzen sieht man gerade nicht, ne? Die Katzen sieht man nicht. Und ich habe sie aber gespawnt. Also aktiviert. Oder sie werden alle attackiert von den Buddern. Das kann auch sein. Oh je, Freunde. Oh je. Ei, Freunde. Was habe ich getan? Aber ich denke, mit den Enderdrachen war es schlimmer.
Okay, aber ich glaube, ich werde jetzt versuchen. Oh Gott, da sterben schon die Ersten, da sterben schon die Nächsten, nicht die Ersten, da sterben schon die Nächsten. Die Widder werden jetzt aktiv, nach und nach. Und solange ja der Chat noch nicht vorkommt, jetzt hängt Minecraft langsam. Oh je. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ich hoffe, die Aufnahme läuft noch. Widder sind schon sehr OP, muss man sagen. Oh je, oh je. Oh je, oh je, was passiert da? Finale Eskalation. Da haben die Widder ganz gut aufgeräumt gerade. Haben sie die Creeper platt gemacht und es laggt gerade so schlimm, dass nicht mal der Chat aufgeht. Also Freunde, es ist schon eine kleine Zeit vergangen. Der Chat, der lädt immer noch. Die Widder waren fleißig. Ihr seht es, die haben mich auch ein bisschen bewegt gerade. Die Widder waren sehr fleißig, aber es laggt noch nicht allzu schlimm. Aber dass der Chat nicht reagiert, das ist neu. Aber ihr seht es, die Widder waren fleißig. Die sind hier am abmurksen und abschießen. Gott. Oh, da fliegen schon die Projektile rum. Aber wenn ich, glaube ich, noch tiefer gehe. Ja. Jetzt laggt's richtig. Aber es scheint anscheinend noch nicht so weit zu laggen, dass mein Minecraft hängen bleibt. Weil letzte Folge ist mein Minecraft richtig stehen geblieben. Da konnte ich mich gar nicht mehr bewegen. Jetzt geht es ja einigermaßen noch. Und ich kann wirklich sehen, was hier passiert. Freunde. Die Widder machen ihre Arbeit und der Rest wird abgeschossen. Vielleicht nächstes Mal mit noch mehr Widdern und noch mehr Enderdrachen. Mal schauen, Freunde. Das können wir ja in der nächsten Folge ausprobieren. Denn ich beende dieses Video an der Stelle. Mission ist dieses Mal extrem fehlgeschlagen. Der Chat öffnet nicht. Minecraft kommt langsam wieder rein. Ihr seht es, es bewegt sich jetzt alles wieder. Und ja. Deswegen verabschiede ich mich von diesem Video, Freunde, vom 300. Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Wenn ja, lasst gerne eine positive Bewertung da. Schreibt mir eure Vorschläge für Minecraft-Experimente in die Kommentare. Und ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Freunde. Haut rein und dann ciao. Freunde.